willkommen. Wir sind hier auf der CES in Las Vegas und möchten Ihnen die Funktionsweise des PhotoCube erklären. Dieser benötigt eine Android- oder iPhone-App. Diese ist kostenlos im entsprechenden App Store downloadbar. Dies ist auf diesem Demo-Gerät bereits geschehen. Ich mache ein Foto. Hier zwischen verschiedenen Formaten wählen, das Foto zum Beispiel aufteilen oder eben im Ganzen drucken, wähle hier Print. Jetzt werden die Daten übertragen. Dies ist hier an der blinkenden Leuchte zu erkennen. Auf dieser Seite sieht man die entsprechende Cartridge, die sowohl das Papier als auch den Toner enthält. Das Foto ist am Ende wasserbeständig. Und wir sehen gleich, wie es aussieht. Die entsprechenden Farben werden nacheinander gedruckt. Das soll man mal zeigen, dass es iPhone nicht. Ein Android-Phone angeschlossen. Diese Schnittstelle wäre für ein iPhone geeignet. Der PhotoCube dient gleichzeitig zum Laden des iPhones oder Ihres Android-Phones, während Sie das Ganze benutzen.